Franzosen rücken vor! Lasst uns beten! Gott steh uns bei, dass uns die Kuh nicht nimmt. Heil uns den Webstuhl lassen und unser Kind nicht vor der Zeit zur Mutter machen, die Franzosen. Ach, Amen. Die Kuh muss in den Wald. Du, hör auf zu spinnen und web an meiner Stadt. Doch heute will der Sorbel 5 fehlerlose Meter holen und anbiet einen Schnaps. Aber nicht von meinem. Nein. Verbessern. Die Kuh. Vorhang auf, wir dürfen Ihnen Neuinszenierungen am Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Bautzen vorstellen, diesmal Lausitzer Quartiere oder der Russe im Keller. Bei mir der Intendant des Hauses und Regisseur des Stücks, Lutz Hillmann, schönen guten Abend. Guten Abend. Der Leipziger Autor Ralf Oehme gewann mit seinem Stückentwurf den von 3 Theatern, Senftenberg, Cottbus und Bautzen, ausgeschriebenen Theaterpreis Lausitzen 2017. Was macht eigentlich der Russe im Keller? Ja, der Russe im Keller ist sozusagen der Leim, den der Autor Ralf Oehme zwischen die Episoden, die er über 2 Jahrhunderte verstreut, geschmiert hat. Also das, was verbindende Element sozusagen. Und was letztendlich auch symbolisiert, dass russische Geschichte großen Einfluss auf die mindestens Oberlausitz, auf die Ober- und Niederlausitz genommen hat. Und das wird relativ geschickt inhaltlich verbunden mit dem Russen, der immer im Keller versteckt wird. Also verrate ich nicht. Eine Jury hat genau den Entwurf für dieses Stück ausgewählt. Was macht die Lausitzer Quartiere zu etwas so Besonderem? Naja, erstens mal haben wir ja die Intendanten und die 3 Theater, die beiden aus Brandenburg und wir hier aus der Oberlausitz, im Sinn gehabt, Stücke zu produzieren, die wirklich mit unserer Region, möglichst vielleicht mit Ober- und Niederlausitz zu tun hat. Deswegen heißt der Preis auch Lausitzen, ja, also Oberlausitz und Niederlausitz gemeinsam gemeint. Und dass die Thematik, die bei uns schon speziell ist, wir sind hier ein kulturelles Sondergebiet, muss man sagen, über viele Jahrhunderte gewesen und eigentlich auch immer noch von der Mentalität her mindestens, dass das sich auch widerspiegelt in Dramatik. Und da gibt es einfach zu wenig. Und dieser Ansatz, den wir bei dem Theaterpreis hatten, der will das. Und dieses Stück, Lausitzer Quartiere, erfüllt es im besonderen Maße, weil es wird sehr auf Regionen, sehr auf Geschichte, auf unsere Geschichte, aber auch auf heutige Thematiken eingegangen. Als bewährtes Team arbeiten Sie wieder mit dem Ausstatter Miroslav Novotny zusammen. Was erwartet uns hinten eine recht opulente Industriekultur quasi? Ja, das ist ja auch notwendig bei dieser Thematik, die wir haben. Wir haben eine Weberfamilie, die durch die Geschichte geht, durch über 200 Jahre Oberlausitzer, Lausitzer Geschichte. Und dazu gehört natürlich auch die Entwicklung der Technik, die es da in den Webereien gerade gab. Da war ja die Oberlausitz revolutionär, da sind ja Dinge auch erfunden worden. Es gibt eine Familie, die durch die Jahrhunderte geht, eine Weberfamilie, die in allen 4 Episoden, in allen 4 Akten des Stückes immer wieder auftaucht, natürlich dann immer zeitgemäß. Ein Vater, eine Mutter, die haben gar keinen Namen und eine Tochter, ja, und das ist also eine Weberfamilie. Es geht hier los mit dem Webstuhl und dann endet das bei ganz modernen Webmaschinen natürlich. Und das muss auf die Bühne gebracht werden und das, ich meine, da sind wir jetzt mit Miroslav Novotny so weit, dass wir das wirklich kurz besprechen, sobald wir uns, und wir sind uns relativ schnell einig, dann muss ich sagen, ist das fast blindes Vertrauen und blindes Zusammenarbeiten, was wir da mittlerweile entwickelt haben. Da kann ich mich verlassen. Wie geht's weiter mit dem Theaterpreis? Es soll ja keine einmalige Geschichte sein. Es ist als Biennale angelegt. Als nächstes ist die neue Bühne Senftenberg, mein Kollege Manuel Soberon dran. Im Jahre 2019 wollen wir dann dort einen weiteren Sieger ehren. Und das Stück soll dann logischerweise in Senftenberg inszeniert werden, in Folge in Bautzen und Cottbus gespielt werden. Und 2021 ist der Stab dann in Cottbus. Martin Schüler, der Intendant, bereitet sich da jetzt schon drauf vor, glaube ich, und wird dann die Inszenierung in Folge dieses Siegerstücks dann 2021 in Cottbus herausbringen und dann in Senftenberg und Bautzen spielen. Vielen Dank, Lutz Hillmann, für das Gespräch. Noch mehr Informationen zum Stück und zu den Aufführungsterminen gibt es im Internet unter www.theater-bautzen.de. Nach Weihnachten. Prost!
schau aus dem Fenster. Geschenk vom Weihnachtsbaum.